Mach's dir bequem, lieg her und los zu. Die Sprechstunde mit Musa und Schelga. Ja, nee, schau jetzt, wer ist denn da wieder zurück mit den Kopfhörern im Ohr? Das ist yeah. Schön. Dass wir uns Woche für Woche wieder sehen, das ist das. Also, wir sehen uns Tag für Tag. Ich rede auch nicht von dir. Aha! Er hat jetzt unsere Stündlerinnen direkt angesprochen. Ah, weißt, das ist gut. Wollen wir nochmal anfangen? Inklusion. Wir schneiden nicht, Simon, du weißt, das ist ein Ehrenkodex. Außer unsere Körper. Zum Teil. Bist du beschnitten? Da haben wir noch nie drüber geredet. Nein, du? Einfach aus hygienischen Gründen. Jetzt nicht religiös, aber aus hygienischen Gründen habe ich mir das abgeschnitten. Echt? Im Erwachsenenalter freiwillig hast du gesagt, wette ich. Ohne Narkose, also ich habe mich wieder mal müssen spüren. Also warte, jetzt muss ich schnell dein Glied vor mein inneres Auge visualisieren, weil ich das nicht gerne mache, aber in dieser Stelle. Bist du wirklich? Ja. Nein. Bist du nicht? Ah. Ja, ich weiss doch das nicht. Du doch jetzt so. Ja, es könnte sein. Es könnte sein. Also viele machen das ja eben natürlich aus religiösen Gründen, klar. Das ist mal der eine Grund, aber das andere, was du sagst, also aus hygienischen Gründen, das klingt so blöd. Es gibt bei Kleinkindern, also bei kleinen Gielöpen, die auch Entzündungen, die eben auch dazu führen, die sogenannte Vorhautverengung, oder? Vorhautverengung. Und ich kann mich noch erinnern, das war wirklich so ein Thema bei uns in der Schule. Das passiert, glaube ich, wirklich vielen. Das haben viele. Also wirklich sind das Räubergeschichten. Aber da hat es wie verschiedene Varianten gegeben. Die eine war einfach hinterher schreissen, bis es aha, ist. Also, ich glaube, mittlerweile passiert das mit einem eleganten Schnitt. Und dann haben andere, weißt du, es hat selber Diskussionen gegeben, verliert man Gefühl. Also, weißt du, Gefühlsintensität, wenn das halt immer reibt, ohne Haut vor dann. Aber dann ist glaube ich Gefühl. Ich meine, verliert man per se einfach Gefühl, ist man einfach nicht so gefühlsloses. Genau, Empathie hat Vorhaut weg ist, sorry. Nein, aber das ist eben auch nicht so. Okay. Ja, das sind alles Mythen, die irgendwie bei uns schon nicht so diskutiert wurden. Irgendwie. Also, ja. Wirklich? Nein, also das... Ah, ich kann mich noch erinnern, der, wie hat der Case ist. Ich würde jetzt nicht Name-Dropping machen. Müllsteffen. Ja. Mit der Vorhautverengung. Ist ja nichts Schlimmes, wenn man eine Vorhautverengung hat. Ja, aber vielleicht will ja nicht jeder über seine Vorhautverengung reden. Aber ich kann mich noch erinnern, wir hatten ein Pissoir, also quasi so flächendeckend, weißt du, über das ganze WC gezogen, ein grosses. Ah, also eine Pissoir. Pisserinne. Eine Pisserinne, ja, sehr schön. Eine Pisserinne haben wir gehabt und ich kann mich daran erinnern, eben, das ist Stefan gesagt, er musste die Vorhaut abschneiden. Und dann hat er aber noch, glaube ich, zusätzlich irgendein Mittel müssen trinken, hat ja jedenfalls blutig gebisselt, ganz rot, ich meine, oder dunkelorange. Also aber weil er blutet hat oder wegen Medikament? Nicht, die Pisserinne ist einfach rot, splattermässig. Rot gewesen. Wie haben wir denn da reagiert? Mit der Staunen und vielen Fragen. Fragen. Ich habe auch eine Frage. Wie sind wir schon wieder auf Vorhaut gekommen? Du kannst es jetzt auch nicht sagen. Ja, das einfach. Siehst, das ist jetzt... Wir haben übrigens auch hier wie Goldfische 3 Minuten 20 geschnurrt. Wir haben schon wieder vergessen, wie wir überhaupt auf das Thema sind draufgekommen. Und du weißt ja, was sich unter der Vorhaut bildet, wie man dem sagt. Hast du nicht gemerkt, dass ich probiert habe, das Themenfeld Vorhaut zu verlassen? Im Volksmund... Der Schaft. Der Kappenkäse. Ah, wie Simon! Nein! Smegma. Könnten wir den Titel Smegma fürs Volk? Ja. Der Domian, ich mache mich... Nein, das kann ich jetzt fast nicht sagen. Kannst du wirklich nicht. Simon... Der Domian, machst du dich noch erinnern? Der Nighthawker. Ja, klar. Wo sie mit der Fetisch unter anderem angeläutet. Haben wir doch den mit der Rose immer schon mal besprochen. Rose, was ist das gewesen? In die Harnröhre? Oh, fuck. Passiert eben noch häufig, oder Kabu, als sie sich Kabu in die Harnröhre reintun. Ich denke, das passiert noch häufig, einfach so unverhofft, so, ha, hoppla! Ui, dann mal wieder eine Rose drin. Aber mit was? Mit Dornen, habe ich gemeint, ja. Das ist ja wirklich das Selbststuhl. Nein, ich sage jetzt nicht, was der Hörer mit dem Smegma gemacht hat. Also, ich will darum auch nicht unabhängig, mir ist das diese Woche passiert, ich habe einen anderen Podcast gelost und dann haben sie jetzt besprochen. Und das habe ich bis jetzt nicht gekannt von mir, weißt du, dass das EQ-Gefühl während dem Essen, ich glaube, es gibt auch viele, die während dem Essen die Sprechstunde hören, dass das übergeht dann auf meinen Appetit. Dann bin ich wirklich so am Essen gewesen, dann habe ich wirklich müssen Pause drücken, weil ich dachte, nein, sorry, geht nicht, ich kann jetzt nicht zulassen. Wie ist es ja irgendwie über Stuhltransplantation gegangen? Stuhl? Mhm. Also Kottransplantation? Ja.
Das ist ein Verfahren in Medizintechnik, Fest und Flauschig hat das besprochen, wo, wenn man irgendwie eben Darmflora kaputt hat, hat man das eine Zeit lang versucht. Hat es besser zur Thronsitzung gepasst, inhaltlich? Stimmt, ja, aber nicht die jetzt besprochen, sondern Fest und Flauschig, dass man das tatsächlich im Medizinbereich hat gemacht oder immer noch macht. Nein, ich kann es fast nicht sagen. Nein. Also du musst einfach Code vom einen Darm in den anderen Darm transportieren. Ja, und wir haben es auf verschiedene Art und Weise probiert, wir haben seine Salzlösung aufgelöst und je nach je verabreicht. Ich sage, Medizin ist zum Glück auch ein bisschen weiter vorgeschritten mittlerweile. So, schön seid ihr beieinander, schön... Aber wie heißt schon wieder der unsägliche Horrorfilm? The mit Human Centipede. Centipede. Der Bandwurm. Der menschliche Bandwurm. Ja. Ja, was ich... Geht mal googeln. Ja. Ich habe mir die Stuhltransplantation jetzt so vorgestellt. Ja, ist aber zu Beginn der Medizin noch gewesen. Patient Schelker, bitte hinter Herrn Mosenknäuel. Nicht direkt, aber etwa so ungefähr. Wie kommen wir jetzt nicht daraus raus wieder? Ja, jetzt kommen wir doch einfach offiziell die Leute begrüßen. Sehr gerne, ja. Grüß dich miteinander. Herzlich willkommen. Das ist Therapiesitzung, die gratis ist. Muss man auch immer wieder betonen. Eine kleine Gegenleistung möchte ich auch mal einfordern für all die. Und ich sehe ja auch Zahlen. Es gibt also immer ein latentes Wachstum, möchte ich meinen, von dieser Therapiegemeinschaft. Immer noch? Was man auch sollte und könnte und dürfte machen, ist schon mal eine Bewertung abgeben. Also unter 5 Sternen nehmen wir nicht an. Also einfach auch nur 5 Sterne. Wenn ihr drunter geben wollt, dann lasst es sein. Und schaltet nie mehr wieder ein. Und das kann man machen auf Spotify, auch mal ein Follow da lassen, auch mal vorbeigüchseln auf der Instagram-Seite, die Sprechstunde. Einfach, dass wir auch ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist uns als Therapeut auch noch wichtig. Und vielleicht hier nochmal da sagen, es geht nicht mal mehr einen Monat und dann sind wir wieder live unterwegs und nach Zürich so richtig jetzt nicht. Box! Es ist so Box. Lustig, darum jetzt Pfusch gemacht, weil wir sagen, so richtig Bock. Box! Ja, so also richtig Box! Auf Luzern, die sind heiss, die Leute, und wir haben noch ein paar Tickets. Und bei der Guestlist, es kommt ein wirklich ganz grosser Gast, wo wir uns drauf können. Ja, also du hast jetzt ein bisschen Pfade in der Hand, Zürich, habe ich ein bisschen Pfade in der Hand gehabt. Was sich noch ein bisschen schwieriger darstellt, ist, ich bin ja noch zuständig. Ich habe mir gesagt, weil ja dort Shoot DM gleich anfängt, wenn er so einen Top-Shot-Schüttler, ehemaligen, einen grossen Namen, einen Pep Guardiola oder so, in diesem Rahmen habe ich mal angefangen. Jetzt das Ämtli hast du an dich gerissen. Ja, das ist schwieriger als erwartet. Connections. Schwieriger als erwartet. Ich habe wirklich ein paar Top-Shots im wahrsten Sinn. Im Telefonbuch alle durchtelefoniert. Ronaldo. Keine Zeit. Irgendwo eben in Deutschland unterwegs wegen der Shoot DM. Aber da bringe ich noch etwas her. Ich bin jetzt gleich noch mal an einem grossen Namen dran. Ist unsere Leute schon ein Tag bevor es losgeht mit der Ehe. Hat sie jetzt gesagt, ja. Also keine Angst, die verpassen kein Match, habe ich drauf geschaut. Ja, das ist ein ganz wichtig gewesen, Termin finde ich. Ich schwöre dir, wenn der Schweizer Nazi-Match war, hätte er abgesagt. Das ist abgesagt. Das ist klar. Aber nein, alles noch easy. Und es hat noch einzelne Tickets. Also man kann schon noch nebeneinander hocken, kein Problem. Aber es ist schon gut gefüllt, da freuen wir uns drauf. Aber jetzt noch schnell auf das Zelt gehen, Tickets sichern und es wird wirklich ein spannender, spassiger Abend und eine grosse Gruppentherapie. Am Donnerstag, 13. Juni sind wir zu Luzern und am Freitag, 14. Jetzt geht's los mit Real. Deutschland gegen... Nicht Schweiz. Schottland. Das ist ja ein Knallermatch zur Eröffnung. Das wäre auch mal cool, wenn die Schweiz das Eröffnungsspiel hätte gehabt. Das wäre mal nicht. Hat man sich das nicht langsam mal verdient? So als Nachbar. Aber das wird gelost, gell? Das wird nicht bestimmen, wer das Eröffnungsspiel macht. Das ist einfach das Spiel 1 in dieser Gruppe vom Gastgeberland. Der Gastgeber ist immer gesetzt für das Eröffnungsspiel. Jetzt ist es aber so gewesen, jetzt lass mich nichts Falsches sagen. Das Eröffnungsspiel ist wirklich gegen Schottland. Dann hast du schon mal die Chance, das Eröffnungsspiel zu machen, wenn nämlich die EM in deinem Land ist. Und dann hast du dummerweise die Schweiz zusammen mit Österreich die EM ausgetragen. Und das ist, glaube ich, das Eröffnungsspiel, wenn mich nicht alles täuscht, Österreich gewesen. Ja. Im Arnold Schwarzenegger Stadion hat es, glaube ich, dann noch geheißen. Das ist doch gemein, warum dürfen wir nicht auch mal dabei sein? Wir haben doch jetzt so aus Gutwill können sagen, komm jetzt, die Schweiz darf jetzt auch mal. Wir dürfen nie. Überall sind wir außen vor. ESC sage ich nur, das Jahr holen wir das Ding. Der Nemo. Nicht der. Nemo. 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 Ist non-binär. Sein Song, der Code handelt auch von dem. Non-binär. Er hat den Code geknackt. Und ich habe das Gefühl, er hat auch den Code geknackt, wie die Schweiz mal wieder etwas reissen kann an einem Eurovision Song Contest. Weißt du, wo Nemo mein Vorbild ist? Und ich gedacht habe, einmal muss ich das auch mal machen. Mit der Spange? Weg von der Bildfläche. Mhm. Und wirklich mal eine Zeit lang weg. Ein halbes Jahr, ein Jahr. Weißt du, und mich hinter den Kulissen, wie er komplett neu erfinden.
Also ja, wirklich so also mit einem Neufinger ist jetzt ein falsches Wort, oder er hat sich gefunden. Es ist bei ihm einfach mehr ein Finger. Aber bei mir wäre es vielleicht ein neues Finger und komplett... Also weißt du, jetzt für Sexualität, gut, da sind wir ja eh offen für alles. Ja. Aber ich meine, jetzt mehr optisch, weißt du, ob irgendwas, weißt du, der Gothic-Moser wäre als also Beispiel. Ein bisschen introvertiert, das wäre bei dir ein guter Imagewechsel. Auch so ein bisschen... Aha, gar nicht mehr richtig vorkommen. Aber das ist natürlich noch schwierig, wenn ich das Comeback von Wago introvertiert bin. Ja, du das nur noch so auf Poetry Slam Bühne nicht zu sehen. Ah, mehr so ein bisschen tiefgründiger. Tiefgründig, poetisch, philosophisch, der Denker, aber auch wirklich aus dem Gothic-Emo-Style. Ja. Schwarz gefärbte Haare, so mit Eyeliner unten, weißt du, auch ein bisschen die Augen schminken, das sehe ich, ein Nasenring. Das wäre noch etwas, genau. Oder nein, Nieten, viel Nieten würde ich auch sehen bei dir. Aber wie wär's, wenn ich als Profisportler zurückkäme? Welcher Sport könnte noch professionell mit Ü40 auslachen? Du machst auch deine Gesichtsfüße kennen. Nicht die Luft wie dünn. Ja, Ballonfahrer ist schon ein Sportart. Heißluftballonfahrer zum Beispiel. Ist das ein Sportart? Ich habe das mal moderiert. Das ist, glaube ich, die Weltmeisterschaft vom Heißluftballonfahrer. Das gibt es nicht. Gibt es das? Ja, ich schwöre dir. Was machen sie nicht? Schauen, wenn der Ballon zuerst aufblasen hat. Das war wirklich krass spannend. Da landest du eigentlich möglichst präzise an einem Ort. Ah, das ist die Challenge. Nicht möglichst schnell, sondern möglichst präzise. Ja, auch schnell, die sind oben runtergekommen. Ich meine, das ist Absturz hier. Aber das waren alles alte Säcke. Das ja, wäre natürlich... Das wäre noch eine Möglichkeit. Ballonfahrt fasziniert mich eh noch. Ich habe überlegt, bei Tischtennis habe ich mir überlegt, also dort hast du Skills. Dort ich habe die Skills, aber das sind alles jung irgendwie. Ja, und das braucht eben, glaube ich, auch ein bisschen mehr, als man denkt, so von Fitness her. Ja, Leistungssport. Ja, aber so Ballonfahrt, okay. Ja, Dart. Dart! Schwer im Kommen, wäre schon uhr im Trend. Jeder, wenn du Influencer sein willst, Schweiz, Deutschland oder irgendwo sonst, musst du einfach mindestens eine starten. Meine Zitterhand, Ja, aber das Bier, das Zwischenbier. Das darfst du immer rein. Das würde wieder liegen. Aufhören. Ja, vielleicht muss ich mich mal zurückziehen, neu erfinden. Dort ist ein Nemo für mich ein Vorbild. Ich muss auch, ich muss daran arbeiten. Jetzt habe ich jahrelang den Nemo gesehen, jetzt muss ich dem Nemo sagen. Also, sei mir für zu verziehen. Du dir mal achten, ein lustiges Experiment, das du kannst machen, im Radio zuhören, wenn Eurovision Song Contest das Thema ist und eben dann Nemo dort im Fokus, wie sich jeder Moderator und auch jede Moderatorin dort um Kopf und Kragen redet und dann hörst du immer kurz vor Fettnäpfchen, sagt er jetzt oder sagt sie er oder sie? Und er, ja. Kann ich fragen, hast du das Gefühl bei Nemo, gut gemacht, Tim. Ist das so ein Konzept gewesen, wenn er gewusst, er kommt zurück, es ist Eurovision Song Contest. Nicht er kommt zurück. Ja, komm. Ja, ja! Jetzt, sorry, das ist unser Mikrokosmos hier, das gehört uns hier. Das ist eine rechtsfreie Zone, die also, Sprechstunde. Ja, ja. Ich mache das nur aus Respekt. Er kommt, hast du das Gefühl, es ist auch so ein Konzept, also jetzt, weil das ist, die Diversität ist natürlich wahnsinnig gefragt. Beim Eurovision. ESC, hast du natürlich auch mehr Gewinnchancen. Oder läuft er jetzt auch immer so um? Oder tut er jetzt einfach das noch so ein bisschen rausstreichen, weil das halt einfach dann auch die Chance auf einen Sieg und auf Punkte erhöht? Also, ich habe die Pause auf Social Media dann begleitet. Mhm. Er hat nicht viel gepostet, aber ab und an ist mal etwas gekommen und dort hat man den Wandel gemerkt. Okay. Also, das ist, und du hast es vorhin eigentlich noch gut gesagt, es ist nicht eine Neuerfindung, sondern ich glaube, Nemo fühlt sich jetzt in der Öffentlichkeit eigentlich erst so richtig wohl. Wir haben etwa die Interview gehabt, es ist immer so ein bisschen eine scheuche Art und Weise gewesen und nie ganz happy hat mich gedacht damit und ich mag das von Herzen gönnen. Ich mag das wirklich gönnen. Kann man jetzt herstellen in der Öffentlichkeit und bei vielen... Passiert das gar nicht oder leben es gar nie richtig aus von dem her. Und ich drücke ihm... Ich drücke... Nemo? Nein, wenn ich jetzt den Namen nicht sagen will. Das wird eben schwierig. Ich drücke... Ims? Nein. Man muss mit dem Namen machen, nur so geht es. Oh, dann geht es plötzlich nur so, jetzt muss ich plötzlich noch her. Sam Smith ist übrigens das Gleiche. Es ist nicht mehr durch Sam Smith, es ist Sam Smith. Oh ja. Ja. Und da habe ich eben, ich habe mich dann um Kopf und Kragen geredet, mal, wo Sam Smith ins Stadion ist gekommen, habe ich eben wieder oben sagen, er verkauft viele Tickets, dann hat es geheißen, nein, sagt man nicht, Sam verkauft viele Tickets. Kein Synonym, beziehungsweise kein Artikel oder Pronomen haben für es. Mal es.
könnt uns da mal, ja. Ich will komm, mal helfen. Komm, wir laden Nemo ein. Wir laden doch nicht, Nemo, Zeit hat. Der kommt dann nach dem ESC. Versprochen. Also. Wir laden Nemo ein und dann tun wir das mal zu Boden diskutieren. Und dann gibt's aber auch die ganz kritischen Fragen. Also, was sind denn eine kritische Frage? Genau das, nur eine Experience. Ich als Moderator, wenn ich ein Pronomen für Nemo brauche, welches ist es? Auf Englisch geht's natürlich, ist they. Also, sie, also Mehrzahl. Das ist das Pronomen im Englisch. Aber im Deutschen funktioniert das eben irgendwie also, nicht. Also, Schelke, falls irgendwann den Mandu mal noch machen und wie er kein Geschlecht zugeordnet wird bekommen, ein Pronomen darfst du brauchen. Aber du kannst auslesen, ob das heißt sie oder er. Oder es. Nein, sag doch eigentlich es. Nee, es. It. Es. Es. Ja. Es. Es hat gesagt, ja. 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 Jetzt wäre auch noch ein Pronomen Xier, das habe ich noch nie gehört. X-I-E-R. Xier. Oder eben «they». Das gehört man immer wieder im Englischen. Aber du siehst, wir lehren hier, wir lehren. Und ja. Nein, auch wenn sich der Simon da jetzt schnell heute echauffiert hat, dass er es nicht weiss, es ist mehr ein Nervabträger der Dummheit, dass man es nicht herbringt oder sich noch nicht mit dem auseinandergesetzt hat, wie man das korrekt sollte ansprechen oder eben gendern in dem Moment. Aber hast du das Gefühl, es ist wirklich etwas, und das wollte ich eben den Nemo auch fragen, wo wirklich kratzt, wehtut, wenn ich so sage, er oder sie? Oder steht ich drüber und sage einfach, okay, ich bin jetzt in dieser Community und ich kämpfe für andere und darum setze ich mich so für das ein. Aber würde es dir jetzt wehtun, wenn ich mal würde sagen, sie zu dir? Das finde ich noch eine gute Frage, ja. Ich komme mal persönlich von den Leuten, die tagtäglich mit dem auseinandersetzen. Also, sorry, Nemo ist auch täglich bei jedem zweiten Interview damit konfrontiert, dass eben einmal als er oder so etwas fällt, oder wo ich einfach nicht würde passen. Aber was ich gleichzeitig wieder lustig finde, wie man sich hart kann aufregen über das Thema. Hart. Ich habe nur letztes oder vorgestern ein Bild gesehen, auf dem Account auf Social Media, wo er eben schreibt, jetzt sage ich, es geht ihm heute nicht so gut, all die Hasskommentare und so. Das ist manchmal, wenn du irgendwie wieder einen Beitrag siehst, aber drunter, wie man sich echauffieren kann, dass jetzt der Weg ist gewählt worden. Nicht? Kann man sich so aufregen ab dem? Es ist so ein bisschen die Angst vom Verlust von der alten Welt, genau. Also da, ist das? Das sind halt einfach halt auch nicht weltoffene Menschen, behaupte jetzt mal, auch nicht so interessiert, die Menschen, die einfach, wenn das dir wichtig wäre, jetzt dort kommentieren, der Inhalt von dem, was du kommentierst, dir wichtig ist, dann bist du doch auch nicht weltoffen, dann hast du nicht andere, Probleme, aber nicht nur Probleme, sondern nicht andere Leidenschaften. Ich weiss es nicht, das frage ich mich immer wieder. Ich gehe ja immer wieder Rabbit Hole-mässig in so Schwurbler-Ecken rein. Aha. Wo ich mich aber einfach auch frage, du, ist jetzt der auch mal gut? Wie heisst da der Dude? Der während Corona so huere geschwurbelt hat. Das Schlimmste war es. Der Attila? Nicht der Marco Rima, nein, der Schweizer. Weißt du nicht, welcher? der Ding hat ihn doch auch mal noch verarscht, der Sedi. Der Strick? Egal. Aber dann merke ich, der macht immer noch wöchentlich oder täglich ein Video. Und der hat so... Daniel Strick. Ja, der hat so eine Säure in sich. Und ich denke mir aber so, befreie dich doch mal von dem. Und schnauf doch mal einfach durch. Aber mir geht es auch so, wenn ich die Kommentare oben lese, habe ich so das Gefühl, befreie. Also, ist tangiert so wichtig. Tangiert dich. Klar, nochmal, jetzt habe ich vielleicht zwei Welten zusammen. Ja, wobei, weißt du, sie tangieren sich dann schon. Es tangiert sie tangieren sich dann schon die Welten. Aber du darfst sie nicht in einen Topf schießen. Nein, das wollte ich auch nicht. Und nochmal jeder, der auch kritisch ist, was Corona anbelangt und Massnahmen und blablabla, Aufarbeitung, sei ihm gegönnt und ist so. Für mich ist das wie abgehakt. Das war eine sehr schwierige Zeit. Wir haben die erste Linie einfach einander schützen. Und jeder war überfordert und jeder Bundesrat ist einfach auch nur ein Mensch und hat Angst ums Leben, um seine Verantwortung, die er in dem Moment hat, die sich niemand gewünscht hat. Und viel ist schon scheiße gelaufen und Maskenpflicht hier und da und nicht Geimpfte ausschliessen, keine Frage. Aber
ich tue das wie genau das, was ich jetzt gesagt habe, so abhaken. Ist jetzt einfach Scheiße passiert, aber auch viel Gutes und Sinnvolles passiert. Und kein Lager hat jetzt 100% recht. Aber jetzt kommen, ich sage jetzt gleich, die Schwurbler und sagen, wo ist die Aufarbeitung, wo ist die Aufarbeitung? Liebe Schwurbler, wo ist denn eure Aufarbeitung? Von all diesen Thesen, die uns über die Jahre von Chip implantieren, von Unterwelt. Ja. Ja, also, wo ist denn jetzt, um Himmels Gottes Willen, die Unterwelt? Und das Schöne daran ist ja, wenn du mal, das ist ja, haben wir auch schon darüber geredet, du hast, glaube ich, sogar mal ein Buch gelesen, wenn du halt ein Dogma hast, wenn das dein Lebensinhalt ist, sprich, du hast eine Sekte. Und die Sekte sagt, übermorgen geht die Welt unter und das UFO kommt uns holen. Weg der Heiligen, sag ihm den Namen, Nemo. Weg der Heiligen Nemo. Weg der Heiligen Nemo. Sehr schön. Okay. Und dann passiert es nicht. Dann hat ihn dann irgendeinen Grund zu sagen, hey, dank Gott hat er nochmal Erbarmen gehabt mit der Menschen, danke, heilige Nemo. Und dann gibt es ja wieder eine andere Story. Ja, man sucht sich immer seine Lösung selber. Aber warum kommt der dort nicht mal einfach auch von dieser Seite? Sie sagen, gegen Aufarbeitung vom Bundesrat. Mach doch dir mal eine Aufarbeitung. Wir sind alles Bullshit dort rausgelassen. Ist ja nicht eingetroffen. Hey, wir leben auch noch. Ich fühle mich jetzt wirklich gegangen. Vielleicht kommt er ja noch der Antichrist. Nein, aber das ist doch gern gesagt worden. Wir werden unsere Freiheit beraubt für immer. Es ist ja nicht so. Also wo ist die Aufarbeitung? Ich denke so, entweder, komm, sagen wir doch, beide haben Scheiße gemacht. Lassen wir doch jetzt das einfach mal sein und leben unser Leben und sie lieb zueinander und nächste Liebe und das Wichtige im Leben. Anstatt jetzt da gegen noch Hass und Galle verbreiten. Hört doch, haltet doch einfach auf. Die wollen die Schnurren. Aber manchmal ist man so, Unverständnis ist glaube ich, das Wort, das man brauchen kann, das ich manchmal eben auch habe, wenn wir jetzt wieder zurück zum Eurovision kommen, wenn aber einen Kommentar spaltet. Ja, weißt du, nochmal, das ist in erster Linie Homophobie, massive Homophobie, Angst, dass, oder vielleicht, und das ist dann eine Welt, da lohnt es sich, glaube ich, nicht mal drüber zu reden. Nein, das stimmt. Aber natürlich, wenn du betroffen bist, und, das war jetzt ein Fröschli unter der Gürtellinie. Weil die Pissköpfe so laut sind und organisiert sind, fühlt sich nach einer ganz grossen Masse an. Stimmt, hast du das Gefühl, alle haben das Gefühl, ich bin normal, ich bin wirklich nicht normal, was ist los mit mir? Dabei, also ganz ehrlich, der grösste Teil sind einigermassen offen und normale Menschen wie Schelke und ich. Und unsere Stündlerin. Es ist gar keine Diskussion wert. Komm, wir tun uns begraben. Das Buch zu. Und über zur Tagesordnung, dann merken wir, haben eben noch die richtigen Probleme und Sorgen im Leben, oder nicht? Ja, negativ aufarbeiten. Komm, ich habe noch mal etwas ganz Kleines und möchte es noch gleich schnell mit dir besprechen. Oh no, Gott! Dein Aufreger der Woche. Das ist ein sehr dummes Thema, aber mir ist bei dir auch schon aufgefallen. Ich weiss, es ist gesundheitlich nicht gut. Und wir machen es gleich beide. Rauchen? Warte. Alkohol konsumieren? Ja. Fettig essen? Viel zu viel Fleisch? Ja. Süßgetränk? Du, die Liste ist nicht abschliessend, merke ich. Kaffee von morgen bis am Abend? Ja, jetzt, wenn ich jetzt alles aufzähle. Kein Sport machen? Ja, gut, er jetzt. Ja. ich wollte sagen, es ist etwas, wo auch. Auf dieser Liste, die du jetzt gerade aufgezählt hast, merci für das, fühle mich wieder viel besser. Auf Platz auch 557 hin. Aber gleich fällt es mir auch bei dir auf, und zwar hocken wir viel so da. Also der Bein verschränkt. Bein eng überschlagen. Ja. Eng. Es gibt das Machoide-Überschlagen, wo man kennt, wenn man im Zug hockt oder so, oder im Flugzeug, wo du echt keinen Platz hast, dann der Typ entweder so richtig breitbeinig herhocken oder nicht das eine Bein fast in einem 90-Grad-Winkel angewinkelt, sich das andere Bein. Das kann ja anatomisch einfach unmöglich. Geht das nicht mehr bei dir? Nein, also du hast einfach so, wirklich den Fuß auf. Nein, das geht. Was? Nein, das ist so unbequem. Herr Moser, du solltest stehen. Wenn aber das nicht mehr geht, das ist nicht gut. Seit ich Velofahren bin, ist das Überschlagen im Moment kein Thema mehr. Du weißt es, wenn meine Kochone. Ist es noch nicht besser? Ich weiß es nicht. Vielleicht achte ich mich jetzt einfach mehr drauf. Aber der Überschlag ist jetzt kein Thema. Aber wieso macht das impotent? Nein, nicht wegen dem. Also impotent ist, glaube ich, jetzt falsch geworden. Wenn dann unfruchtbar. Unfruchtbar. Es ist einfach nicht gut, weil es der Blutung abstellt. Das kann zu Thrombose führen. In den Beinen, oder? In den Beinen. Also du tust eigentlich wie dein eine Bein, du tust eigentlich wie die Hauptvenen abstellen.
schnüren, merkst du, der lange so hockst. Aber da gibt's ja noch ein Level mehr. Also Bein oben durch und der Fuß dann wieder unten durch zurück. Also weißt du, so wie eine Schlange. Wie und unsere, da wäre ich beim Thema. Der Luzi Fricker, unser Sportchef, macht genau das. Und das ist einfach quasi ein Knüppel in den Bein. Punkt. Ein Knüppel in den Bein. Ich habe das letzte gesehen und genau darum bin ich draufgekommen. Ich habe mich selber lange nicht beobachtet und als ich das dann gesehen habe, ist mir gerade wie ein Spiegel vorgesetzt worden. Aber wie du sagst, im komplett übertriebenen Style. Mit dem Bein nochmal um das Bein rumzuwurgeln und mit dem Fuß unten noch einhängen. Sorry, das ist wie der Kriegsfilm, wenn einer den Arm abhält und dran den Gürtel muss durchschauen. Elastika. Kennst du Elastika, Superheldin? Ja, kenne ich, ja. Das ist ein bisschen so, oder? Ich gehe in die Richtung, aber wirklich liebe Leute, das überdenken. Es ist wirklich so eine Old. Ich habe das in den letzten 3-4 Jahren angefangen. Also das, man fühlt sich auch immer ein Stück weit intelligenter, wenn man so zurücklehnt und dann so Beine so eng übereinander. Wir machen es häufig bei Sitzungen mit Kunden genau, oder so. Genau, so zurücklehnen und einfach die Beine so. Es ist nicht gesund für die Blutung, es gibt Krampfadern, es ist allgemein auch nicht gut für die Wirbelsäule, für das Becken. Dann schaue ich dieser Frau zu, die mit doppelt überschlagenen Beinen am Bahnhof auf einen Sitz hocken. Ich denke, meine Güte, also ich habe wirklich gedacht, ich muss einen Entfesselungskünstler holen. Ich muss die befreien aus ihrer Lage. Aber dann ist sie aufgestanden und einfach weitergelaufen. Ja, aber was sagst du eben zur Anita Buri? Gut, dort, ich weiss jetzt auch nicht, wie gesund das ist. Ist es Anita Buri oder Nina Buri? Es ist Nina Buri. Ah ja, der Nina Buri. Anita Buri ist ganz okay. Weißt du, wer Anita Buri ist? Nein. Also nicht, das ist doch ein Ex-Miss Schweiz. Das ist Anita Buri. Wie bin ich jetzt auf Anita Buri gekommen? Wegen der Nina Buri? Wegen der Nina Buri, stimmt. Das ist lange Nina Buri, ja. Nina Buri, ja, wenn du es so exzessiv machst und so krass machst, ja. Also ja, aber ist du blutig gut, weil du auch so sportlich bist und so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du dich so kannst bewegen wie der Buri, welche Skills, also für was würdest du es nutzen? Also nebst dem Vögeln? Nebst dem natürlich finde ich es mega praktisch, wenn du den Spagat so kannst wie sie. Dann kommst du weiter rauf mit deinen Zehen, als wenn du die probierst zu strecken und mit der Hang irgendwo aufzurecken. Und es gibt auch so viele TikTok-Videos von so beweglichen, wie sagen wir denn, Schlangenkünstlern. Du redest von die können mit den Zehen aus dem obersten Regal etwas rausholen. Okay, ein senkrechter Spagat. Das habe ich dir am Boden gesehen. Vor nein, senkrecht! So, mit dem Fuß etwas, dann geht die Dauer runterholen. Und jetzt schau mal meine Länge Scheichen an. Das wäre genial. Ich kann die Tille anlegen. Fast. Nicht stell dir vor, du. Und dann aber Zehen auch noch so beweglich haben. Ja, das kannst Maschine ausräumen, das wäre doch mal. Maschine ausräumen, dann oben in Schaft rein, der Schelke mit den Zeilen. Das, boah. Geil, ich würde einfach geil. Nur sagen, Augen auf beim Bein überschlagen, also deut eure Automatismen schnell hingedenken oder hingefragen. Ja, jetzt aber auch keine Panik machen. Vielleicht ist das eine von unzähligen Studien, ehrlich gesagt, Vorsicht geboten. Darum, wie gesagt, auf Platz 597 zuerst sollte man mal alles andere abstellen, aber Simon, etwas macht mir jetzt ein Gedanken, dass du deine Beine nicht mehr in einem 90 Grad... Noch nie können. Nein, keine Angst, noch nie können. Noch nie. Ich habe so eine verkürzte Muskulatur, das hat mir sogar mal der Doktor attestiert. Aber darum kannst du keinen Schneidersitz machen? Ich kann keinen Schneidersitz machen. Oder, ja, ich kann einen kleinen Schneidersitz schon, aber nein, geschweige denn. Ich kann nie, weißt du, so, kennst du den Schneidersitz, den die machen, die meditieren, oder? Ja, die haben noch so die Füße, genau, noch so... hingen und du hockst auf den Knie. Ja. Undenkbar. Undenkbar. Aber gibt es das, dass ich nach sage und schreibe 265 Folgen etwas Neues über die Lehre kennen? Du hast auch nicht gewusst, dass ich beschnitten bin. Also, Simon, jetzt schaue ich dir das nächste Mal ganz genau aufs Gleiche, weil ich weiss es jetzt immer noch nicht, ob es bist oder nicht. Da willst du sie finden. Simon, muss ich mal ganz genau herschauen. Du Schelker, warum knäulst du davon? Du Schelker, warum hast du eine Lupe? Wir sehen es auch nicht auf den ersten. Du Schelker, warum eine Taschenlampe? Nein, das wurde Bein überschlagen, das ist in meinem Alltag, eben, wie du sagst, schon im Sitzungsalltag, das hat keine geschlichen. Ich mache häufig, wenn wir können, in unserem Büro zum Beispiel Füße hoch auf den Tisch und dann Bein überschlagen, ist es dann auch ein Problem. Weniger. Der Druck ist nicht so da auf die Oberschenkel. Voilà, genau das, weil wenn du Bein auf tust und überschlägst, dann tust du ja noch die Füße überschlagen und Bein haben ja einen freien Gang. Aber wenn du so tust, eng überschlägst, dann tust du quasi das ist echt das Bein, das oben liegt, tust du wie abschnüren mit dem Blut, also mit dem anderen Knie unterauf. Naja, etwas ganz Kleines, ich habe es vorweggenommen, es ist wirklich etwas Kleines, aber es ist mir aufgefallen, es ist mir so gestochen, vor allem bei mir selber. Was ist es bei dir? Wo drückt der Schuh? Wo drückt der Schenkel? Ja, es freut und leid, ist eigentlich so nach binnen lang. Ich habe den Ausweis wieder zurückbekommen. Jetzt die Odyssee ist vorbei. Jetzt habe ich gemeint, das wird nicht breit treten bei den Aufstellern. Ist es kein Aufsteller? Ja, mal, der Aufsteller am Ganzen ist, ja, er ist wieder zurück, der Ausweis. Und
Endereck noch drauf stellen, weil ich mich daran gewonnen habe, dass man echt ziemlich gleich ist, ob ich jetzt heute wieder fahren kann oder übermorgen. Ach so. Hat es die Woche gedacht, Schnee am Morgen, dann wäre es sicher mühsamer gewesen, aber machen Millionen andere auch. Von dem her, ich habe mich recht daran gewöhnt. Das ist wirklich so ein bisschen wie, hey, einen Monat vegan leben. Gut, das ist jetzt zwar noch her, vegetarisch, sage ich jetzt mal. Zuerst denke ich so, hey, shit, das wird verdammt schlimm. Nach einer Woche hast du dich daran gewonnen. Ja. Auch wieder? Gewohnheit, oder? Gewohnheit. Und auch dort, das hat mich jetzt ehrlich gesagt am Schluss gar nicht mehr gestellt. Sie hat ehrlich gesagt, ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut und gewusst, wenn ich wieder darf. Und darum, aber jetzt seit heute, mit Zeichen am Donnerstag auf, darf ich wieder Auto fahren. Jetzt. Das ist das Positive. Jetzt sind wir aber wieder aufregend von der Woche. Es ist ja so, ich habe einen Bus bekommen, dann zumal. 700 Steine. 5 Tagessätze, 100 Stutz. Mhm. Plus, macht dann die 500 Steine, oder? Mhm. Also 6 Tagessätze. Und 100 Steine, sind noch. Trinkgeld gewesen. Jedenfalls, nein, dort ist noch dazugekommen. Das wäre auch ein Boss-Move, wenn du so einen fetten Bus bekommst und dann einfach sagst, wisst ihr was, ich tue aufrunden. Jetzt frage ich mich gleich schon wieder, wenn sie das reden, erzähl, wieso das eigentlich so ist. Das war der Fick-Bus für die Staatsanwaltschaft. 100 Steine und 600 Steine Tagessätze und 100 Steine, weil ich dann in Einbahn bin oder ich weiss nicht, was ich gemacht habe. Nicht Einbahn, das ist glaube ich teurer. Zubringen! Also, okay. 700 Steine für mich ja. Abgehakt, fertig, ja. Alles vorbei. Ja. Ja. So. Jetzt hast du raus uns zurück und jetzt hast du nochmal einen Bus bekommen. Das Uhrenstrassenverkehrsamt, Frechheit, mir jetzt. Liebe Grüße, weil ich weiss, sie hören zu. Ja, ist mir jetzt gerade scheissegal. Nein, sie ist einfach nur exekutiert. Die führen ja auch nur aus, oder? Ja, die können ja nicht, die machen die Regeln nicht. Jedenfalls 350 Stutz, komme ich plötzlich ein Bus. Nochmal. Wo draufsteht, irgendeine Bearbeitungsgebühr, Fahrzeugausweisentzug. Das ist wie der Rohrmax, wenn der kommt, kein Stopp. Das ist für mich wie klar gewesen. Die 350 gehört auch zu den 700, die ich schon gezahlt habe oder so. Leute hin und sagen, es ist ein Fehler umgelaufen. Dann habe ich keinen Fehler. Jetzt ist das so, jetzt zahle ich einseits der Staatsanwalt, hure Pentüte, die nichts macht, ausser irgendwie vorgefertigten Brief mir schicken und irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Geld verrechnet, für gar nichts. Schämt mich. Wirklich schämt mich, Mann. So genervt. Und dann kommt noch vom Straßenverkehr so, sorry, 350 Steine ist doch viel Geld. Jetzt Fing zahle ich zusammen 1000 Steine. Nochmal, ich habe jetzt eine Zwischenlösung gefunden mit der Firma, wo mir dann, der zur Verfügung gestellt, wenn die jetzt zulassen, nicht, dass ich auch sage, ich bin der Arm. Mir geht es ums Prinzip, ich finde, das geht nicht. Ich finde, das eine Ungerechtigkeit. Ich finde, das eine Ungerechtigkeit. Seit die am Telefon vom Straßenverkehr. Das war übrigens mega freundlich. Mhm. Ich kann nicht mal richtig sauer sein. Das ist wirklich so ein meistens sind sie aber auch noch anfreundlich. Ja. Ja, eben, irgendwie, das kannst du eben auch so. Ich meine, ich kann da einfach hart bleiben und es gibt ja auch so Beamte, die dann einfach sagen, wie ein kleiner Schiss und zahl, halt schnurren. Sie hat von Anfang an eigentlich, es tut mir leid, ja, ich verstehe das nicht. Und so, hat mir Gefühl bewiesen, was aber ja auch wichtig ist, finde ich, in diesem Fall. Es kann so eskalieren. Er hat einfach gesagt, ja, das ist einfach so. Für den Kanton gibt es halt dort auch noch Geld. Je nachdem, oder wenn das jetzt in Freiburg wäre, wären von Freiburger Straßenverkehrsamt zu einem kommen. Aha, Zürich. Das wäre dann aufgeslitten. Ja, die werden natürlich auch noch ein Stück vom Moserkuchen abhaben. Von der Dummheit Moser. Ja, Herr Moser, dann seid ihr auch irgendwo im Kanton Bern. Es ist doch einfach leid, sorry. Es ist viel zu viel Geld für gar nichts. Und aber ist jetzt das Buch? Also alle noch ein bisschen dran verdienen. Also, die sollten doch einfach irgendwie sich das anders überlegen, wie man den Staat und die Strassen und so finanziert, oder nicht? Ja. Ja, jetzt in deinem Fall ist es ja wirklich so doof. Und vor allem der Zeitpunkt da, jetzt ist doch das für mich abgeschlossen gewesen. Jetzt habe ich ein halbes Jahr ein Care gehabt. Wann bringe ich den Kack? Wann gebe ich den Kack ab? Ja. Und dann plötzlich merke ich, eben zuerst habe ich gemeint, ein Jahr, jetzt muss ich schon nach 3 Monaten, dann muss ich ihn da last minute abgeben. Alles mühsam, alles schwierig. Ich habe einen Monat kein Auto, zahle die 700 Steine, ist alles gut, ich halte die Schnurren. Gut, ein paar Mal habe ich schon darüber geredet. Ja, 2-3 Mal, aber es wäre mir nicht aufgefallen. Zum Schluss noch so Zahnhäubchen. Hier nochmal 350 Fr. Und nicht in die 100 Stutz Bearbeitungsgebühr oder ein 50er, wo ich sage, das ist noch so für mich nachvollziehbar, sondern einfach so einen fetten Betrag nochmal. Wirklich, echt, fickt euch. Die das Bussengesetz machen, fickt euch. Nicht die vom Straßenverkehrsamt, aber die anderen. Die Bussen sind ja dafür da, dass es wehtut. Es geht doch nicht um das, es ist doch kein Lehrplatz für mich. Du bist doch kein Lehrer, es geht doch nicht um das. Ja, aber du hast jetzt schon so massiv aufgeregt, du würdest doch das jetzt nicht noch ein zweites Mal riskieren.
Das würde ich doch anschiessen. Die würd, weißt, das Ding ist, die würde es jetzt nicht tangieren, dass der Ausweis abgeben muss. Wenn wir jetzt einen Zubringer fahren, das ist doch nicht irgendwie der Schutz vor Menschheit oder irgendwie der Gesellschaftsschutz. Wo du musst sagen, okay, ein Raserdelikt ist nochmal etwas anderes. Dass du den Bussenkatalog hoch ansetzt, ist ja, go for it. Aber doch nicht ein fucking Zubringer, ey. Mit einem, excuse für den Fluch, wo ich bin genervt. Mit einem 40er-Döffi Elektro und etwas für die Umwelt gemacht, ey. Weißt du, was ich meine? Es, kann, ja. Es ist doch einfach nicht im Verhältnis. Ja, doch jetzt dort bin ich jetzt wirklich gefickt für nichts. Und das finde ich einfach doof. Und ja. Wenn man aber jetzt das Buch, das ist ja schon fast eine Bibel, eine grosse, also ein fettes Lexikon. Das ist die Schwiegermutter. Was ist jetzt denn wieder? Schwiegermutter, los, du bist gerade live und direkt drauf im Podcast. Hallo? Geht nicht. Du, jetzt in deinem Alter sollte man wissen, wie man das Handy bedient. Hey, 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 du. Hat es einfach abgehängt? Sie hat es jetzt nicht verstanden, es geht nicht. Nein, es ist furchtbar. Es war ein Sacktelefon. Simon, ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen positiv. Hey, reg mich auf! Komm, ich nehme dich auf die positive Seite. Ich gar nicht! Ich nehme dich auf die Regenbogenseite. Vom also gut. Dein Aufsteller der Woche. Ah, nein, ich komme manchmal als Mürgu über. Das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Nein, es ist nicht ein Mürgu. Es ist nicht ein Mürgu. Es ist einfach so ein... Ich bin mir leid. Ja, aber du kriegst dich gleich immer noch auf. Und das ja, aber ich bin nicht so ein Mürgu, der sich irgendwie über einen Gückel vom Nachbar aufregt. Nein, das ist ein Mürgu für mich. Obwohl, das ist mein Nachbar, der ab und zu zulässt. Aber ich finde, das ist so mürrisch. Ich bin nicht ein mürrischer Typ. Ich bin einfach manchmal genervt, denke ich, würde alles viel besser machen. Aber du machst es nicht. Der Staat ist schon lange Konkurs. Arbeitslosenquote 90%. Aber wir werden alles besser machen. Ja. Ja. Egal, sorry. Lass, komm, aus Ablenkung, aus kleiner Überleitung über zu den Aufsteller, ist ein Aufsteller eine Nachricht, die wir bekommen. Übrigens wieder viel Feedback, tolles Feedback, schönes Feedback. Hat mich wirklich gefreut. Manchmal dauert es einen Moment, bis wir zurückschreiben. Und Marissa hat mir da einen Link geschickt zu einem Post vom... wie heisst das Format? Terra X kennt man, glaube ich, aus dem Fernsehen. Ist ein ZDF-Format. Wunderbares Format. Kann man alles auf YouTube auch nachschauen. Genau. Und die haben einen Post gemacht auf Instagram, wo sie uns geschickt hat und mit dem Hinweis, das wäre doch etwas für uns zum Besprechen. Der Titel von diesem Post heisst 8 extreme Tiere. Also 8 Tiere, die ganz eine wüste Art und Weise haben im Umgang mit Sex. Und ich hätte gerne die Liste schnell mit dir durchhackern und immer schnell fragen, also, was schnell das Tier sagen und dann schnell die fragen, was da gemacht wird. Genau. Aber kann ich so, zuerst noch schnell, wenn wir schon beim Quizzen sind, da habe ich noch zwei Versuche von Tieren, die ich das Gefühl habe, die sind unter den Top 8. Und aha, du sagst ja, wie alle nicht. Ja. Hey, sie, wo möchtest du noch? Hat es gehört, ob sie rauskommt? Nein, ich kann es nicht. Oh, nein, ja, so. Da ist es! Nein, die Frösche sind nicht drin. Ist es Gottesanbeter? Nein, die sind nicht. Die beißt doch am Dude nicht den Kopf ab. Ja, die frisst einfach den Partner. Ja. Nein, ist, ist es. Ist perverser, was sie macht. Ist es. Zehpferdli? Nein, auch nicht. Weil die können, glaube ich, wie sie wollen und überall sie wollen, und, ja, und ja, wo rein sie wollen, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie haben nicht drungen. Dann möchte ich jetzt von dir die Antworten hören. Willst du alle 8 durchgehen? Ja, eigentlich die beste, glaube ich, schon schnell. Also komm. Was macht der Bananenschneck für Salz? Der schläuft im Ganzen in die Zwiebel rein. Okay. Der Schneck ist an und für sich den ganzen Pimmel. Ja. Gut. Nein, es geht in die andere Richtung. Und zwar Bananenschnecken beißen nach dem Akt den Penis des Partners ab, wenn dieser stecken bleibt. Ja, also so weit weg bist du nicht. Mit der Gottesanbeter bin ich so nicht so weit weg. Genau. Gewesen. Dann gehen wir weiter. Ursons, das sind nicht Hurensons. Nicht Husons, sondern Ursons. Ist auch Baumstachler, wird auch genannt. Um das Weibchen in Stimmung zu bringen, müssen männliche Ursons die Weibchen immer mit Urin abspritzen. Ja, so ein Golden Shower. Das ist die Menschen, bis jetzt alles schon mal gegeben. Alles der, schon gegeben. Lass zu, Kannibal von Rottenburg ist der erste. Ja. Und Golden Shower, ja, kann man eingeben. Und ihr seht oder andere grusige Video. Also für den ist das ja schon, excuse. Ich muss gerne überlegen, was ich sage. Kommen ja wir zu einem Tier, das in unseren Gefilden ist. Du siehst der Wasserläufer. Kennst du das hier, die Viecher, die auf dem Wasser sind? Ja. Weder Fleugen noch Mucken noch Fische, der Wasserläufer. Das sind ganz saumässige Siechen, weil Wasserläufer erpressen die Weibchen,
Wenn sie ihn abweist, klopft er auf das Wasser. So lockt er Feinde an. Aber dann wird sie gefressen. Und um nicht zu sterben, paart sich das Weibchen nun doch. Das ist Erpressung! Das ist Erpressung mit Liebe und Leben! Oh, da. Gibt's Analogie. So in der Menschheit, ja, unschön, aber da müssen wir nicht drauf eingehen. Eigentlich könnten wir auch 8 Slides über, also, über grusige Menschen machen. Ja. Krass. Wenn wir da weitergehen, auch ganz, ganz mies, und das ist jetzt wieder die Damenwelt, die ganz, ganz mies handelt. Zebra-Mangusten. Das sind so Erdmännchen-ähnliche Viechchen. Damen von diesen Zebra-Mangusten provozieren Nachbarschaftskriege. Im Kampf können sie nämlich von den Männchen von der Gruppe fliehen und sich dann mit den Feinden paaren. Von diesen Männchen, die sie zuerst in der Gruppe sind. Das ist der revolutionäre Grund drin. Sorgt für mehr genetische Vielfalt. Ah. Und da hat sich die Natur einen Schachzug überlegt, dass, das, weißt, dass die Art nicht zu Boden geht. Weil man nicht, es macht ja alles immer von Natur her Sinn. Oder Pimmel abbeissen, das wäre auch eine Überpopulation. Aber wie scheiße ist denn das, wenn deine Dame in Anführungszeichen einen Krieg anzettelt, du schlägst auf Teufel komm raus mit Mangel und dann kaum ist der Krieg durch, siehst du auf der anderen Seite. Ja, auch schon 100.000 Mal passiert. Stich ins Herz! Ja. Alligatorenpenisse sind dank einem Netz aus Kollagenfasern immer steif. Die kennen also wie auch gerade nicht. Nur zur Paarung. Halt, es gibt doch noch ein Angsttier, das der einzige Knochenpenis hat. Wir haben auch schon darüber geredet. Ja, aber das war ein gefährliches Halbwissen. Nein. Es war nicht Hunde. Nein. Nein, Knochenpenis. Nein, irgendetwas anderes. Letzte Wette noch. Und das ist wieder, wer hätte gefällt in der heiligen Dreifaltigkeit von der schmuddeligen Tierarten? Der Pinguin, hast du vergessen. Der ist doch asexuell. Nein, Kannibalismus, Missbrauch und so ist gang und gäbe. Halt! Und jetzt musst du hören, was sie auch noch machen. Wobei sie können nicht so viel dafür. Es sind mehr Seebären, die mit den Pinguinen etwas machen. Oh, mach du. Möglicherweise aus Frust überfallen manche Seebären Kaiserpinguine und versuchen sich mit ihnen zu paaren. Ui. Ja, was also, läuft bitte mit dem Seebären Missbrauch? Holy Guacamole. Und das gibt es beim Mensch. Ja, klar. Traurigerweise. Und das gibt es beim Mensch. Vergreift sich ja auch die Tierwelt aus Mensch. Ah. Nein, das machst du doch nicht. Du. Also, das haben wir wieder aber gut, aber das hat jetzt nichts mit den Pinguinen zu tun. Pinguinen sind aber, also, wenn sie weiss, sie sind 100% sexuell offen, die sind bisexuell. Ja, völlig. Nachher ist es so, sie sind weit, also, als ob Männchen Frauenarbeit übernimmt, sprich, das Ausbrüten übernimmt dann auch das Männchen. Und, also, ich finde nach wie vor Pinguine einfach geile Dudes. Ja, die einfach irgendwie geil. Ja, aber sie fressen eben auch manchmal schon. Also, sie leben nicht monogam. Es gibt Nekrophilie, es gibt Prostitution und es gibt Vergewaltigung. Prostitution? Bei den Pinguinen, ja. Prostitution hat doch damit zu tun, dass man Geld für einen sexuellen Akt gibt. Sie ist mit einem Futter, oder was ist es denn? Ja. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Mal! Was, und die Männchen oder umgekehrt, die haben nicht das Bedürfnis? Weibchen lassen sich im Tausch gegen Unterstützung beim Nestbau auch von anderen Pinguinen als den Partner begatten. Ach, das ist Scheiße. Dann eine leistige Naturalie. Das ist also ich weiß jetzt nicht, ob die Pinguinen dort durch so... Naja, sie sind immer offen. Hast du schon Vögel gesehen, Vögel? Geht immer mega schnell. Mal die beißen sich jacken, stimmt, irgendwie so jetzt mit mal, dem Stapel. Ganz im Ernst, der ganze Krach, den man ja gehört, von April bis Juni, ja. Ist ja nur da, für, dass sie Vögel wollen. Ja. Und für dass wir die so ein huren Tamtam machen, geht's siehst du einfach schnell. Nie Vögel. Also siehst du einfach auch nie. Ich habe letztens vor meinem Fenster sich zwei gepaart. Aber es ist wirklich nicht romantisch. Es geht A schnell, B wird einfach Zwiebel auch so unsanft besprungen, es aneinander drücken, es geflattert und es ist schon vorbei. Ja, aber ist doch lustig. Ja, ja. Aber das die treiben es, so glaube ich, mehr als einig. Echt? Ich hätte es gesagt. Ich habe das Gefühl. Also, es ist sind sehr erfolgreich, wenn sie von Juni bis Mai bis Juni oder April bis Juni durchgehen. Ich sage nur die Headline von so einem tierischen Blatt. Viel Kalkül, wenig Romantik. Das ist das Paarungsverhalten von Vögeln. Es gibt eine tolle Netflix-Serie, jetzt weiss ich sie nicht mehr. Ihr findet es raus. Über Vögel, die speziellsten Paarungsrituale von Vögeln. Mhm. Hey, was die zum Teil machen, das, weißt, von Tanzen, Von der Pfau, Menschenstimmen, ja. Imitieren, ja. Bis, also einfach crazy, sage ich jetzt gleich. Du, heute sind die Frösche im Gumpen beim Herrn Mose. Ich meine, du hast schon aufhören damit, hast du doch gelernt, hast du gesagt. Und schlussendlich eben, siehst du in dieser Serie oder Akt, und das ist einfach dann
Fertig. Das ist so ein Kloak aufeinander drücken. Also Vögel haben echt keinen Penis, sondern eben so eine Kloake. Das ist einfach eine Öffnung, die auf eine andere Öffnung dann wieder ein bisschen kribbeln. Und hoppi galoppi, tschüss, fertig, alles die Maus. Mm. Naja, du, jetzt habe ich dich eigentlich gesehen, nee, jetzt habe ich dich aber auf andere Gedanken gebracht. Immer schön abtauchen in Tierwelt. Merci Marissa für die Schlagzeile. Tut gut, herzlichen Dank an dieser Stelle. Apropos abtauchen, da wären wir beim Aufsteller. Ich kann mich noch erinnern, vor, wenn sie mit Zürich waren, das erzählt habe, ich habe erzählt von meinem neuen Hobby, vom Schwimmen. Und auch dort. Klar, ich habe in den letzten Monaten, Jahren auch dazu beigetragen, dass ich nicht immer alles halte, was ich verspreche, beziehungsweise halte, was ich mir vornehme. Das ist nicht das Versprechen für jemand anderes. Gut, das ist auch schon vorgekommen. Ein Versprechen an dich selber. Ein Versprechen an mich selber, wo ich natürlich dann immer auch wieder aufgezogen werde. Und so von wegen, was, Schwimmen, dein neues Hobby. Das machst du genau eine Länge, wenn es gut kommt. Und jetzt kann ich nach dieser Woche sagen, ich bin jeden Tag. Oh, krass. Jeden Tag ohne Ausnahme. Gehe schwimmen. Und jeden Tag habe ich mein Längenziel von 20 Längen durchgezogen. Merci. Merci an dieser Stelle. Also von mir weißt, jetzt immer noch nicht, in welche Bahn ich eigentlich müsste stattfinden, ist es langsam. Ja, eigentlich schon. Wobei mittlerweile, ich habe gestern Beobachtung gemacht, langsam, es hat mir aber gleich nicht gefallen. Da hatte ich zwei Typen gehabt. Ich muss jetzt sagen, sehr korpulent, weil ich fast überzeugt bin, die haben wie ein Programm, die müssen wirklich massiv abnehmen, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, ja. Und dann sind die echt drei, zwei Typen, und dann sind ununterbrochen beim Anfang, wo man noch stehen von der Bahn, einfach am Schnurren gewesen. 35 Minuten. Weißt du, was das für ein Zeichen ist? Es ist wirklich dein Hobby. Weil jetzt bist du der im Becken, der sich fragt, was das eigentlich für Affen sind, die meine Bahn blockieren. Genau. Hey, genau. Hey, gratuliere, du bist drinnen. Mit Speedos oder sind Boxershorts noch an? Nein, Boxershorts. Nein, Speedos passt nicht. Darf ich dir ein paar schenken? Ja, ich glaube, nee, ich finde das doof. Ich bin nicht schnell unterwegs. Ich habe übrigens geschaut, wie lang es hat eine Uhr und man sieht, wie lang brauche ich für 25 Meter. Ich schätze schnell, Gott, 25 Meter, das ist eine halbe, also 50 Meter ist halb draussen in Bad, die ganz lange Bahn, oder? Ja. 25 Meter ist wie eine halbe Bahn. Wie wenigstens gehst du hin und her? 20. Also 10 mal 50 Meter Länge, dann bist du 4 Stunden im Wasser. Nicht mehr. Ja, plus minus. Gell? Ja, es ist schon 20. 20 Minuten? 20 Minuten. Es kommt extrem darauf an, was ich für eine Art Schwimmen auswählen für mich. Entweder, es gibt natürlich wirklich, es ist das eine, ist das Gemütliche, wo ich wirklich nur Brustschwimmen mache, Kopf draussen. Ja. Nicht runter, rauf, sondern wirklich nur oben. Ja, da komme ich aber Rückenweh nach kürzester Zeit, das kann ich fast nicht. Nein, mache ich jetzt, den grössten Teil mache ich immer noch so. Und dann habe ich etwa 50 Sekunden für eine Länge. Und wenn ich dann aber, weisst du, Unterwasser, Oberwasser, Unterwasser, ja. Oberwasser, Unterwasser, Oberwasser, Überwasser, Unterwasser. Ja. 35 Sekunden. Ah, dann bist du viel schneller. Dann bist du viel schneller. Aber wieso hast du die Zeit gestoppt noch? Nein, ich habe gesagt, es hat eine Uhr, die den Sekundenzeiger siehst. Ja. Okay, ah, nice. Und dann habe ich noch den Rückenschwimm ausprobiert. Das ist eben mein Fall, da habe ich wenig Rückenweh. Das muss ich immer machen. Den mache ich richtig gerne. Ja. Aber der braucht eben nicht so, das merkt man. Ja. Es braucht eben nicht so. Und ist schon relativ gemütlich, so um die 45 Sekunden unterwegs. Dort habe ich immer ein bisschen Angst, als ich den Kopf näher anschlage. Ich merke, dass ich am Ende bin. Und dann schaue ich ein bisschen viel. Du bist unentspannt. Gell, die ganze Zeit so am Hinteren schauen und so. Aber Simon, wenn du jetzt im Schwimmenbereich bist, dürfte ich dich mal einladen. Du weißt, ich habe ja dank der tollen Wohnung, wo ich da darf wohnen, darf ich den Pool mitbrauchen. Und der Pool, der hat eine Gegenstromanlage. Ah, super. Das heisst, du kannst an Ort und Stelle, aber es macht es noch ein bisschen langweiliger als schon hin und her schwimmen, an Ort und Stelle eigentlich gegen Strom schwimmen. Und ich habe ein bisschen gemerkt, ja, merci für das Angebot, nehme ich auch viele an, schau jetzt mal. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mich echt zuerst aufgeregt habe, so die verschiedenen Charaktere in diesen Schwimmhallen, die Blicke, machen so spannend, die Blicke, die dich schon erhaschen, wenn du reinkommst in das Schwimmbad, wo die Leute schon sagen, oh, kommt der hoffentlich nicht auf die mittlere Bahn, oh ja, nicht auf die mittlere, hat schon genug Leute hier, komm ich auch nicht, also sorry. Serien, die reinkommen, wo schon klar ist, ich bin schnell und wirklich auch das Selbstbewusstsein haben, also die Vielfalt und eben auch die wie ich, die in dem Becken schwimmen, wo man auch noch Schwimmhilfe braucht zum Teil. Das gibt dir natürlich die Möglichkeit, während dem Schwimmen, wenn man so langsam schwimmt, wie ich, ein bisschen rumzuschauen. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt weißt du vielleicht auch, warum alle anderen, jetzt weißt du auch, warum alle anderen gegen Stieren, weil es nämlich auch Gott sei Dank langweilig ist. Vielleicht auch.
Könnte man es noch vorstellen, beim Squashen schaut dich niemand an, wenn du reinkommst. Du hast gar keine Zeit zum Schauen, weil du musst dich auf den Ball schauen, auf den Ball konzentrieren. Du kannst gar nicht verurteilen, wenn er irgendwie das Stirnmittel oder das Stirnband nicht angelegt hat. Oder die Brille. Und ich habe noch so gemerkt, wenn das so ein bisschen, und das ist ja gut, es gibt nochmal Mittel, schnell, langsam, Bahnen, und eine größere Bahn steht freies Schwimmen. Und da gibt es meistens ein bisschen weniger Leute. Und dort gehe ich rein. Und dann, wenn ich sehe, jetzt kommt jemand rein, der sieht mich natürlich, und dann schwimme ich also wirklich wie ein Vollidiot. Wirklich extra langsam. Also er meint, da gehe ich jetzt gescheiter nicht. Der ist mir dann schon ein bisschen zu langsam. Der ist berechtigt dort bei dem Freischwimmbecken. Da gehe ich zumindest zu den langsamen. Und dann schlussendlich langsam komplett überfüllt gewesen. Und ich habe fast durchgehend allein dürfen. Bis, glaube ich, zur 19. Länge. Und dann ist dann irgendwie so eine gestört. Dumme Grossmutter reinkommen. Ja, okay. Ich muss sagen, es ist im Gegensatz zum Joggen, wo ich wirklich einfach gar keine Freude hatte daran. Nie irgendwie Spass hatte. Ist es, im Moment bin ich so weit, dass ich sage, es scheisst mich nicht an, ins Hallenbad zu gehen. Ich freue mich nicht. Aber so ab Mitte, ab 10, 15, vor allem, es ist so wenig, jetzt musst du hören, du glaubst es nicht. Ich rede von 500 Metern. 500 Meter ist nichts. Also, für mich viel. Anfang. Es ist ein Anfang, ja. Mein Sohn ist in Sportschule. Und dort sind immer Schüttler, dort sind Tennisspieler und so. Und einer ist Schwimmer. Und der ist aktuell in der Frühlingsferie, ist der in einem Intensivlager Barcelona. Sag jetzt irgendetwas. Und ich habe auch Messle. Und mein Sohn ist eben mit mir auch einmal, schwimmen oder 500 Meter. Und er schreibt ihm dann, hey, dude, ich bin heute 500 Meter geschwommen. Dann schreibt er auch zurück. Weißt du, was ich heute nur mit dem Morgentraining gemacht habe? 4.500 Meter. 4.500 Und du weißt, die ziehen da durch. Die sind ja nicht Sonntagsschwimmer, wie ich es bin. 4.500 im Morgentraining. Aber ist der denn parat? Für 13-Jährigen merkt schon, hat noch andere Muskulatur als jetzt Schüttler. Aber das finde ich, darum weißt du, auch beim Schwimmen irgendwie, man unterschätzt das. Du bist ja im Wasser, vermeintlich ist dort irgendwie alles ein bisschen leichter und so. Aber Schwimmer und Schwimmerinnen, hey, die haben aber Body oben, du, die sind, also, als würden sie nur im Fitnesscenter pumpen. Dass das so eine krasse Auswirkung hat auf den Körper, finde ich immer klar. Weil du bist eigentlich im Wasser. Du schwimmst ja nur. Ja, aber mach Kraulen mal ein paar Längen. Wenn ich Kraulen sehe, sieht es aus, als würde ich trinken. Ja, das ist ein bisschen wie ein Hai. Ja, das sieht nie gut aus. Ich platze schon viel zu fest und ich werde auch rausgeschossen, weil zu viel. Oder dass du Panik hast. Also wirklich einfach so ein bisschen Panik. Ist eine gefährliche Mischung von mir. Und auch übrigens, auch die Gegenstromanlage, die brauche ich schon auch daheim, aber ich lasse mich immer mit dem Strom. Weißt du, bei mir wäre es eine Mitstromanlage. Ja, und dann laufst du oben wieder zurück, genau, und kommst wieder rein. Und lasse mich wieder runtertreiben. Das ist wie die Art und Weise. Einen awkward Moment hatte ich noch, als ich dort in diesem Freischwimmbecken am Anfang war. Nein, halt, das war nicht das Mal. Dann bin ich auf die mittlere Bank, weil sie leer war. Und habe zugeschaut, wie im Freischwimmbecken eine junge Dame Training hatte mit einer Lehrerin, also Training, wie sagt man dem? Wasserballett ist das, wo der Kopf unter sind meistens. Ja, Wasserballett. Ist das Wasserballett? Und die Lehrerin, die ist am Beckenrand gestanden oder gehockt mit dem Mikrofon. Mikrofon und die anderen Kopfhörli unter Wasser. Das habe ich auch nicht gewusst. Der gehört sich gängig. Und jetzt Zehen strecken, drehen, aber auf links und rechts. Obenwasser, wie die Ungenwasser, wie die das gut macht, durch die Wasseroberfläche, siehst du das fast nicht. Nein, aber, Schelke, das, was jeder Mensch sieht, wenn er an ein, wie wir das so häufig machen, an ein Wasserballett. Wenn sie Zehen ausstrecken. Es geht um das, was du oben siehst, das macht sie so richtig, was macht sie. Tempo, alles weg und so. Aber das wäre etwas für dich, Simon, Wasserballett. Ich kann mir die schönen Wadli zeigen. Nein. Und die Wampungen dran. Ja, nein, das ist nicht für mich. Aber was ich geil finde, ist eben so ein Backup, so ein spezieller Backup, mit Kopfhörer drin. So etwas. Als du mich dann mit dem Funkgerät unterhaltest, dass ich ein bisschen mehr Unterhaltung habe, so Geschichten erzählst. Achtung, sind wir beim Rücken schwimmen. Die Grossmutter von links kommt, ja, rechts ausweichen. Nee, gut. Nein, ich habe irgendein Märchen erzählt. Ein Gebrüder Grimm. Synchronschwimmen wäre übrigens der Begriff, den wir gesucht haben. aber trotzdem noch Hurti. Apropos Gebrüder Grimm, hast du nicht auch irgendwie das Gefühl, das waren ein bisschen komische Dudes? Das hast du schon manchmal gesagt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Mal, hier hast du schon manchmal gesagt, dass das einfach perverse Sicherheit war, was sie für Märchen geschrieben haben. Nein, inhaltlich, ja.
gut, aber ja, da haben wir so ein bisschen allgemein über Märchen geredet. Ob sie optisch komisch waren, kann ich jetzt nicht sagen. Nein, aber wenn zwei Brüder sich so, stell dir vor, du mit deinem Brüder, komm, wir werden Märchen-Autoren. Und dann wirst du mit deinem Brüder, die grösste Leidenschaft, und schreibst über 200 Märchen zum Teil wirklich, wo du weißt, die verarbeiten ihre Sexualität im weitesten. Mehr machen die ja nicht. Aber ich kenne viele Brüder im Umkreis, die noch viel zusammen umnehmen. Also weißt du, auch noch Hobbys teilen. Aber die Frage ist ja, was? Also Märchen schreiben? Ja, ist schon ein bisschen komisches Hobby. Das gemeinsame Hobby ist wirklich. Ja. Bist du mir wert? Rapunzel, Rapunzel, die eine liebe Länge, was geil. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es gibt aber auch Wasserballett. Ich will mir jetzt gleich noch schnell Wasserballett. Gibt es auch Wasserballett EM? Ja. Synchronschwimmen, ja, gebe ich dir recht. Das ist eng verwandt. Eng verwandt. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt gespannt. Ich werde nächste Woche wieder ein Update geben, aber ich bin so das erste Mal guten Mutes, dass ich mir vorstellen kann, dass ich ein Einzelhobby langfristig mal weiterziehe. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon fast ein bisschen auf die Aussensaison. Ist zwar ein bisschen grusig, weil es kälter ist, aber was ich gemerkt habe, nach einer Länge, wenn du wirklich am Anfang ein bisschen Gas gibst, ja, du kommst warm. Man kann schwitzen unter Wasser. Man kann schwitzen. Das ist ein komisches Gefühl, das ich aber nicht so gerne habe. Darum habe ich es dann auch lassen beim Schwimmen. Nein, schwitzen, jetzt übertreibst du. Also nein, ich fühle mich einfach wohl. Ich finde es nicht so wie eine perfekte Temperatur. Ja, aber heiß. Ich habe das Gefühl, ich spüre meinen Schweiß unter Wasser. Das ist nicht so ein ekliges Gefühl. Dann habe ich Hitzewallung. Und wenn ich ins Wasser gehe, gehe ich mich abkühlen und dann wieder raus aufheizen. Wenn ich dann im Wasser heiß habe, dann komme ich nicht mehr nach außen, ich gehe Wellness, aber dann bewege ich mich auch nicht. Weil ich hatte noch zwei Themen auf dem Zettel hier bei mir. Weil es reicht sich noch für beide. Ja, mach einfach, komm, ich habe nichts. Hast du schon wieder mal Folgetermin? Das wäre etwas Neues. Nein, heute nicht. Aber langsam ein Hüngerli quält mich. Ich habe, und merci für all die, die es geschickt haben. Sie schicken es, glaube ich, auch dir. Ich habe, glaube ich, meinen Zwilling gefunden. Es ist jetzt so weit, Simon. Meine Allerweltsfresse, die immer verwechselt wird, hat einen eigenen Zwilling gefunden. Okay. Er redet nicht Berndeutsch, aber sieht eins zu eins wie ich. Und das ist jetzt der erste, den ich zugeschickt bekomme. Und ich bekomme ihn pro Tag ohne Scheiß. Etwa 20 Mal zugeschickt. Ah, ich weiss, weil ich komme dann am Vorgang zugeschickt. Geld, du bekommst auch gegen zugeschickt. Die Werbung für Zahnpasta. Für Zahnpasta macht. Ja. Ich weiss jetzt das Produkt, weiss jetzt auch in den Zwingen, leider nicht unter all diesen Nachrichten. Ich kann da schnell die aktualisieren und schauen, wie er... Ich weiss nicht, wie er heisst, aber... Das ist mein Zwilling. Es ist mein Zwilling und ich will auch ein bisschen näher lernen. Schick doch den Alba deine mühsame Familie fest. Ich weiß, es würde auch nicht auffallen. Dann schick doch, jetzt musst du es ausnützen. Das, was wir uns gegen vorgestellt haben, was wir machen mit einem Zwillingsbrüder. Du gehst für mich Probe schreiben und so Geschichten oder du küsst mal meine Freunde. Jetzt fährt an. Ich müsste mal das Interesse abwägen bei dem Herr. Ich müsste mal jetzt schnell ein bisschen Recherche betreiben, aber merci an dieser Stelle. Luda, ja. Siehst du, ich kann noch ein bisschen durch. Kio Natural heisst das. Das ist irgendwie so eine Zahnpasta, ein Schweizer. Und zum Schluss, wie ein Retter. Das ist das Einzige, was mich Werbung, aber ist gut. Ja, komm, das ist mein Zwilling, ich mag ihm es gönnen. Lass, wie er redet. Also es ist wirklich vom Dialekt her schlimm, aber optisch reisst es wirklich raus. Lass. Stabilisatoren und andere Inhaltsstoffe, die sie der Zahnpflege nicht braucht. Hat ein Helium geschluckt? Gell, hat eine nasale Stimmung und der Dialekt, weiss ich nicht, Innerschweizer oder Zürich irgendwie so. Ja, an dem könnte mich jetzt noch ein bisschen schleifen, aber ich mache mich, einfach, dass du das auch weisst, auf jetzt, Simon, mit Zwilling mal zu kontaktieren. Und, sorry, ich bleib hängen. Also, das ist jetzt wirklich eine scharfe Synchronschwimmer-Position, die ich hier sehe. Aber egal. Excuse? Gibt's das? Ja, gib mal, egal. Komm, es spielt keine Rolle, das ist blöd da. Ja. Ich würde es im Fall, nimm Kontakt auf mit dem Typ, nutze es aus im Privatleben. Wobei, wenn er die Schnur auftut. Was? Schwierig. Wenn er die Schnur auftut, er ist jetzt zum Beispiel deiner Schwiegermutter. Aber er könnte einfach nur nicken. Geburtstag. Einfach nur, ja. Ja, also wenn ich darf, würde ich ihn gerne hier mal einladen zu uns. Also einfach mal schauen, ob ich seine Koordinaten überhaupt bekomme, ob der erreichbar ist, ob mir dünkt. Und merci für all die es geschickt haben. Es ist jetzt so gut. Es ist wirklich okay. Kann ich, nachdem ich letzte Woche ein bisschen über Eltern gehatet habe... Du hast jetzt nicht zurückgerudert. Jetzt hat er wegen dir, hat er nämlich im Fall noch eine weitere Sendung verloren auf RTL. Jetzt hat er nur noch 22 gesagt. Ja, jetzt hat er nur noch 22. Ja, ich habe wirklich unmittelbar mit dem Mann. Verdient übrigens sehr viel Geld, die haben da mal wieder reingelesen. Alles gut zu ihm gegönnt. Man kann nicht mehr über ihn sagen, ist alles okay, ist auch nicht tragisch. Ja, aber nicht in die Hass gegen den überhaupt nicht. Nein, ich finde ihn einfach blutleer. Wie andere gegen Nemo schiessen, tust du doch ein bisschen gegen Eltern. Ich kann kommentieren. Endlich ist der weg.
Hey, was der für eine Community hat, wie viele Stars und Moderatoren sich geäussert haben, und der Eltern da in Schutz gegeben. Ich dachte, ey, hör doch mal. Also, ich habe viele Stündlerinnen gehabt, übrigens. Ja, aber ich habe solche gehabt, weil ich gesagt habe, ich bin genau dir, wenn ich dir dann nicht zulassen. Von 24, von jetzt vielleicht 20 oder 15, sind immer noch genug Sendungen. Immer noch genug. Ja, ja, musst nicht rennen, gegen andere Probleme. Aber was ist jetzt, was noch in deinem Buch helfen? Nein, überhaupt nicht, Elf. Aber so wie ich manchmal heute, muss ich sagen, ich bin, kann ich auch positiv reden, auf keine Pflaume gestossen. Und der Kai Pflaume finde ich als Moderator, das würde mir jetzt nicht funktionieren, der ist so maschinell, wenn der plötzlich so der Terminator-Move macht und es ist eine Maschine drunter. Also weißt du, er macht es solid, er macht es gut, aber weißt du, wenn immer alles so ein bisschen, er könnte eine plastische Chirurgie, eine plastische Figur sein. Ist das eine plastische Figur? Wie heissen die? Ein Plastiker. Wie heissen die im... Eine Wachsfigur, so das. Aha, ja. Egal. Ja, Wachsfigur, ja. Genau. Es ist ein Roboter-ähnlicher Typ. Aber ich folge ihm jetzt auf Instagram. Du bist manchmal schon... Die kann ich manchmal echt auch nicht lesen. Jetzt gefühlt, kenne ich nach all denen. Ja. Du schiessest gegen Eltern. Zerpflückst den von A bis Z. Und jetzt kommst du mit einem kein fucking Pflaume um die Ecke, der probiert mit seinen scheintoten 70 noch auf jung zu machen, mit seinen coolen Sneakers, seinen coolen Anzügen, geht auf jede Hochzeit, wo irgendein Kack-Influencer am Umpupen ist. Hättest du den Kapital der Brand gesehen? Ja, hey, komm, hör. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht, wenn du dem noch Props gibst. Mal, ich muss sagen, was er wirklich cool macht, also abgesehen davon, macht die lustig über seine fast 70, ist er übrigens auch überhaupt nicht. Nee. Aber der ist dann so fit. Ja, er ist fit. Ich, deine Partnerin, meine Partnerin, unsere ganze Familie und unsere Kinder zusammen. Ja, ist 56, jetzt habe ich mich unrecht. Der geht auf Kenia, ja. Höhentraining, 2400 Meter. Dort ist er gerade Jog, hat uns mitgenommen. Aber eben, dort kommt man schon zu Kampen. Hat uns mitgenommen, uns verloren. Höhentraining, du gefickt dich mit dem Höhentraining. Mit dem Sohn hier. Ja. Ist er schön, weißt du woher? Los, ich habe zwei Witze haben wir gemerkt. Ist er recht jetzt zu Kenia? Haben einen Nesu-Kate. Nee, aber er ist so. Wie sagt man dem? Macht Safari. Ja. Ey, Camping. Achtung, da vorne Zebrastreifen anhalten. Wir sind wirklich Zebra übergelaufen. Da haben wir noch lustig gedacht beim Zebrastreifen. Oder hier, wisst ihr, was das hier ist? Das ist eine Straussenfarm. Das ist ein Strauß. Ein ganz spezieller. Dann hat er einen Schwenk gemacht auf Blumen. Er hat ein Blumenstrauß. Oh. Nein, ich finde, er hat das ist für mich ein Berufsjugendlicher wirklich sondergleich. Ja, lass ihn doch sein. Ich lerne ja auch, sie hat nicht so in den Mund, aber ich finde es jetzt wieder komisch. Ja, aber ist es grundsätzlich ein gängiges Moderatorenproblem, als man berufsjugendlich ist? Ja, bei uns auch ein bisschen, ja, irgendwo durch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man ist dort zum Zerfall, zum Körperlichen. Nein, ich finde den jetzt auch nicht der Wahnsinn, aber ich muss sagen, ich finde ihn noch unterhaltsam. Er macht wirklich so luftig leichten Content, es ist sehr sportlich und es ist sehr so motivierend. Und ich habe das Gefühl, der ist komplett im Reinen mit seinem Leben. Und ich folge ihm jetzt, finde das eigentlich noch so ein toller Typ. Aber weißt du, also, wenn du schon Fan bist vom einen oder anderen Hassisch, wer war gestern zusammen in der Sendung? Wer weiss denn sowas? Der Elton. Mit dem Kai. Ja, der Elton gehört zum Inventar. Ja. Ich habe mal gelesen, wie viel der überkommt als Kandidat. Ich wollte jetzt nicht falsch sagen, darum sage ich es nicht einmal genug. Dann würde ich auch mal so in eine Quizshow gehen, wenn ich so viel Geld würde verdienen. Übrigens, der Til Schweiger. Dann machen wir noch schnell Gossip-Talk, dann hören wir auf. Voll, aber mir merkt, du liest ein bisschen viel die Bunte auch und Bild. Du bist voll im deutschen Promi-Dingsbums drin, Kuchen. Was ist jetzt ein Tilly-Boy? Es hat er wieder raus. Er hat doch ein Interview gegeben, oder? Wo er blank gezogen hat. Oh oder Gott, ja. Also, die haben ja schon zwei Stunden darauf hingewiesen, das Hotel Matze. Lass dich das mal an, wenn du wirklich, ich sage mal, drei Stunden. Ich sage, die drei Stunden Interviews über drei Stunden mit ihm, kann man dann gut, das ist in einer Stunde erzählt. Also es dreht sich okay. Der liebe Matze auch immer mal alles ein bisschen im Kreis. Aber es ist so etwas, wo man gut, wenn du weißt, jetzt machst du Frühlingsputz oder jetzt gehe ich wirklich lang aufs Velo oder was auch immer, dann ist das absolut lohnenswert. Schaust, welchen Promi würdest du gerne mal hören und dann hast du mal, erfasst einfach mehr von ihm als in gängigen Interview. Mhm. Und dann ist es, also beim Till, also keine Frage, Alkoholproblem. Aber er hat ja dementiert, hat er gesagt, hey, nicht. Nein, aber eben, ja, geh reinhören. Ja, das sage ich mir auch, haben wir nicht. Geh reinhören. Also, es ist all seine Eskalationen, Eskapaden, sind eigentlich resultiert aus überhöhtem Alkoholkonsum, oder? Und was sagt er das? Und er sagt, er hat kein, also, beziehungsweise, er will jetzt einfach wieder damit umgehen. Er trinkt jetzt nur noch maximal, ich sage, drei grosse Gläser Wein am Tag.
aber er ging nicht mehr, sein Problem war, dass er ging drüber geht. Also, Grenzen zu ausdrücken. Also, absolut zu ausdrücken. Das hat er aber zugegeben. Das hat er zugegeben. Und also, er auch in Therapie ist, diesbezüglich. Ach, aber das es ist zugegeben. Die neueste Form von Therapie. Wir müssen einfach weiterhin trinken, aber kontrolliert trinken. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich stimmt. Aber er hat sich das ziemlich, hat das ziemlich schön geredet und auch die ganze, Selbstreflexion in dieser Geschichte, wie er als Regisseur gegenüber Frauen ist umgegangen, Stichwort Machtmissbrauch und Anschuldigung, das hat er immer sehr gekonnt, aber irgendwie auch für eine ganz naive Art weggewiesen. Weißt du, als Argument, hätten sie mir es doch einfach gesagt. Halt, es geht genau um das. Mach Missbrauch, als man vielleicht Angst hat, etwas zu sagen. Ja. Ich bin der Till, mir kann man alles sagen. Wenn sie nichts sagen. Ja, weil sie eben auch Angst haben. Aber ja, aber ich bin der Till, wenn man, mir kann man alles sagen. Weißt du, er hat es mir nicht geschnallt. Ja, ja. Und dann haben sie sich auch eins breiten. Ja. Also, er ist nicht so ein reflektierter Typ, der irgendwie halt, schon ein bisschen verstrahlt. Du hast jetzt wirklich auch zu viel gesoffen im Leben. Aufgefallen, aber der ist auch gegen die 60 oder ist 60, der ist 60. Kein graues Haar, der Herr. Kein graues Haar. Der Till Schweiger. Kein graues Haar. Ja gut, und, der Kai auch nicht. Der geht auch gegen die 60. Aber jetzt habe ich das gelesen, wenn so eineinhalb Stunden ungefähr, geht es um Malk oder eine Stunde, wo ich wirklich so felsenfest behauptet habe, ich bin seit einem Jahr auf dem komplett richtigen Weg und ich hatte das jetzt mit kontrolliert zu rufen, keine Eskapaden mehr. Jetzt hast du gesehen, diese Woche, also zuerst hat er ja irgendwie Sepsis gehabt am Bein und Gefahr auf das Bleiabonnieren. Oh, das Palma hast du gesehen? Und jetzt ist er, ja, hat er dort eine Wohnung. Aha. Ein Haus, ein grosses Haus. Und jetzt ist er irgendwie drei Tage später, siehst du, wirklich recht verdammt besoffen auf dem Rücken vom Kollegen. Ist übrigens ein Schweizer, der hat eine Schweizer Autonummer, das ist Gossip, dreht ihn ins Spital. Yeah, yeah! Und dann sagt er noch so besoffen, RTL-Reporter, also... Schau sie selber an. Also zu 90%. Er hat gemeint, er hat beide Arme gebrochen, aber er hat jetzt zum Glück noch einen Arm gebrochen. Überleg dir mal, wieso hat er den Arm gebrochen? Jetzt lassen wir schnell rein, Hurti. Was? Hört man etwas? Ich über die Schulter und trägt ihn. Technik macht es möglich, sag jetzt nicht. Ah, das kann man gar nicht. He. Oi, oi, oi. Jetzt habe ich auch etwas Falsches gedrückt, aber ich hätte es jetzt gerne direkt. Ja, also gehört. Irgendwie wieder ein kompletter Abschluss. Das hat mir irgendwie ein bisschen leid, aber ich, natürlich, ich habe ihm eigentlich seine Selbstlogi wollen glauben, also es wirklich funktioniert. Die Bilder. Ja, nein, ist unschön. Unschön. Yes. Ja. Jetzt sind, wir wieder mit dem Finger auf andere im Zeigen gewesen. Nee. Ich finde das eben nicht. Ich finde nicht, dass ich mit dem Finger drauf zeige. Nein. Manchmal ist es doch einfach... Mit dem Glied? Nein, aber ich gebe ja nur, was ich wahrnehme und wie ich das interpretiere. Aber es ist einfach nicht einsichtig. Ja, lass doch selber mal rein. Dann kannst du das Urteil auch selber machen. Wenn ich das Video da sehe, dann sieht es schwer nicht nach einem... oder kontrollierte Trinken aus. Mal, genau, ja. Abschliessend noch. Ich glaube, wenn ich nie würde in die Hate oder mal einfach das erzählen, was ich gerade empfinde oder manchmal etwas überspitzt darstellen, dann wäre es vielleicht sonst ein bisschen langweilig hier bei uns, wenn wir uns alle, oder wenn wir immer gleicher Meinung wären. Jetzt ist es aber so, vor kurzem oder vor langem habe ich mal über die A Cappella-Band Bliss geredet. Also oh, aber dann der das Moment, ist mir etwas um die Ohren geflogen in der Woche. Ja. A Cappella-Band, dann, wo es so in die Richtung ist, du bist ein riesen A Cappella-Fan. Ja. Und dann ein bisschen gehatet. Die gesagt, gehören so zum SRF-Inventar und kommen wieder mit ihnen Weihnachtsshow und fahren wir ab. Das ist mir auch noch neu. Hey, wir doch wieder eine Comedy-Show, die wir moderieren. Und das Gründungsmitglied von Bliss ist dort auf der Bühne gestanden. Liebe Grüße an Nico Arn. Übrigens so. Er macht es richtig gut auf der Bühne, abgesehen davon. Und der hat so gesagt, er ist eingesprungen an diesem Abend, hat uns nicht wirklich gekannt, hat glaube ich erst Wochenende gekannt, hat gesagt, die haben noch Podcast, wollte noch schnell reinlassen, was sie so tut sind. Und hat uns hure Props gegeben. Ein Podcast, glaube ich, der letzte. Und ich so, merci, danke. Zum Glück hast du nicht 50 Folgen vorher gelassen. Das ist wirklich Simon, was du manchmal hier rauslässt. Aber dann kommt der, was ist es, der Manager von allen Künstlern, ja, oder wer ist von der Veranstalter. Der Veranstalter, der wichtige... Eine wichtige Person in der kulturellen Szene in Zürich kommt zu mir. Sie sagt, du hast dann sehr über Bliss gehabt, das ist nicht so cool. So ein bisschen in dem Stil hat er mir gesagt. Und ja, das sind so Bumeränge, die aber zurückkommen. Aber ich vergesse so, das ist das Peinliche. Der Matt von Bliss, der Brütsch übrigens, ja, von Nico, der auch Gründungsmitglied ist, der aber noch aktuell immer noch dabei ist, ist bei der Live-Show, bei das Zelt in Zürich vorbeigekommen. Huren sympathischer Typ, wirklich das Lächeln, hey, cool, wirklich hat Freude gehabt. Wir sind, glaube ich, ein bisschen im Stress gewesen, weil wir nicht lange mit ihm pläudern konnten, weil er dann auch gehen musste.
Und dann, wo eben der Veranstalter jetzt sagen, diese Woche ist, kann sagen, dass du wieder über Bliss hast runtergelassen. Ich habe das vergessen. Und das ist vor dieser Live-Show gewesen, das war bevor mit dem mit den Augen. Und das ist mir dann immer peinlich. Und das ist mir manchmal auf der Straße peinlich, wenn man wieder irgendwie gegen jemanden runtergelassen hat. Aber eben, es ist einfach auch ungefiltert hier. Das ist einfach auch ja, das Ding. Ja, aber es ist dann nicht einfach auch grundsätzlich das Haten. Und es ist auch nicht grundsätzlich so, das Hasskommentar schreiben. Es sind immer auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und das auch sehr suchen. Und wir kennen das auch von uns selber. Ja, aber jetzt wollte ich sagen, Nemo hat Hasskommentar verdient, weil Nemo aber du musst mit rechnen. Sonst gehst du nicht an die Öffentlichkeit. Ja, also wenn du gar nicht damit kannst umgehen, gehst du nicht an die Öffentlichkeit. Damit. Ich kann aber auch nicht so gut damit umgehen. Ja, aber du hast ja auch Mühe. Du bist auch so das zart beseitigt. Ja. Aber darum, ich wollte einfach nur mal sagen, das geht nie gegen eine Person dahinter. Das geht manchmal gegen eine Art, gegen einen Stil, gegen was sie gesagt haben. Und manchmal auch absolut zu Recht. Und der Bumerang kommt auch zurück. Und wir nehmen uns ja auch nicht ernst. Also du kritisierst mich ja Woche für Woche in dir ja auch. Ja, so wie du ja. Ja, wenn jemand gewohnt ist, kritisiert zu werden, dann wir. Ja. Abgesehen von einem langen familiären Umfeld, der wird nicht kritisiert. Das können wir, mit dem können wir umgehen. Liebe, es hat mich, ich hoffe, ich kann noch überziehen, Simon, auf die farbige Seite vom Leben. Ich bin wirklich kein Mürgu. Nein, du bist kein Mürgu. Ich gehe jetzt mal ganz synchron schwimmen schauen. Jetzt schauen wir mal, wenn die Termine sind im Hallbad von meinem Vertrauen. Und zum Abschluss, kannst du mir noch sagen, soll ich dir jetzt aus Body von mir eine Squash-Liste streichen? Nein, ich komme wieder. Ich habe echt Anläufe genommen, aber ich bin zurückgewiesen. Und es ist wie beim Till Schweiger. Ich frage und ich bekomme kein Feedback, aber zwischen den Zielen werde ich einfach nicht ghostet. Ich möchte mich da bei dir entschuldigen und sagen, ich komme schon gleich wieder, ich suche noch das Mädchen und die Brühe. Und wenn ich die endlich wieder gefunden habe, bin ich mit dir wieder auf dem Squashplatz. Bis dahin arbeite ich noch an meiner Fitness. Also du dich nicht langweilst. Nein, du musst doch nicht langweilen, Simon. Wirklich nicht. Ich würde mich freuen. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder reinschaut. Morgen schon vorbei, super. Bis dann. Tschüss zusammen. Die Sprechstunde mit Musa und Schelka. Bis nächste Woche. Selbes Zimmer, selbes Sofa, selber Podcast.